Moin, moin, Freunde. Heute gibt es wieder ein Sneakers-Update. Und zwar zeige ich euch heute den Air Jordan 1 MID SE. Gucken wir uns mal den Karton an hier. Nummer 23. Michael Jordans Trikotnummer damals, wo er Basketball gespielt hat. So, und jetzt öffnen wir mal das schöne Teil. Wir haben hier Multicolor. Sogar auf dem Papier steht die 23. So, ich mache mal die Schuhe raus. Karton weg. Und da ist das gute Stück. Stellen wir mal wieder hier den hier hin, damit ihr ihn seht. Und ich stelle euch einfach den anderen Schuh vor. So, der Air Jordan 1. Ja, damit hat alles angefangen. 1985. Und hier haben wir jetzt blau-weiß, rot-schwarz und hier auch noch ein bisschen orange in einem normalen Leder und hier ist es so ein Samtleder. Das gefällt mir nicht ganz so gut, aber wo ich die Farben, also die Bilder gesehen habe von dem Schuh, hat der mir so sehr gefallen, dass ich ihn gleich bestellt habe. Es müsste, glaube ich, auch noch ein zweites Paar Schnürsenkel dabei sein, aber müsste ich nochmal schauen. Also ich finde den Schuh richtig, richtig cool. Den gibt es ja immer wieder in verschiedenen Farben und verschiedenen Ausführungen. Der ist sogar noch verfügbar. Also die Nachfrage war bei dem nicht so groß. Hier haben wir das Logo vom Air Jordan mit dem Basketball. Und ja, das ist auch wieder so ein mattes Leder. Oder weiches. Ja, ich weiß nicht, wie man das nennt. Das ist wieder dieses typische, normale, glänzende, grobe Leder. Hier, das ist gestickt. Ja, das ist reingestickt. Aber sieht richtig geil aus. Also, die haben immer wieder neue Ideen. Der Schuh kostet 120 Euro. Ich habe hier die Größe, was haben wir wieder? 9,5. Naja, Größe 43. Ja. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Gestaltung von dem Schuh. Die Farben gefallen mir und ihr könnt mir ja sagen, wie ihr den Schuh findet. Der Air Jordan 1 von Nike und danke fürs Zuschauen. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal.